Hey, ihr Lieben, da ist wieder eure Katrin und auch heute stelle ich euch ein rares Schätzelein vor, mein erstes Invicta-Modell, das meine Sammlung bereichert und sogar noch koloriert. Die Invicta-Modelle sind ja bekannt dafür, dass sie nicht bemalt sind, dass sie recht schlicht aussehen, also von der Bemalung her, von ihrer Koloration her. Doch die bemalten Versionen zu finden ist ziemlich schwierig. Ich hatte Glück, hatte auf eBay einen tollen Schnapper gemacht und diesen wunderschönen bemalten Triceratops gefunden und gleich für mich gesichert. Doch bevor ich das Modell selbst vorstelle, möchte ich noch ein paar Worte zu Invicta selbst verlieren, denn die Geschichte rund um die Invicta-Figuren ist doch recht interessant. 1974 produzierte Invicta Plastics aus Leicestershire, England, diese Linie von 23 Dinosaurier-Spielzeugen in Zusammenarbeit mit dem British Museum of Natural History. Zuerst produziert in hartem monochromen Gummi, ja, also was wir da heute kennen, diese unbemalten Figuren. Da war zum Beispiel der Blauwal, Plesiosaurus und Ichthyosaurus, aber auch Leopleurodon in hartem monochromen Plastik. Die Invicta Dinosaurs Reihe blieb für 20 Jahre in Produktion, neue Veröffentlichungen kamen regelmäßig heraus. 1988 begann Safari Limited mit der Produktion der farbenfrohen Carnegie Museum Collection in direkter Konkurrenz zur Invicta-Linie. Aus irgendeinem Grund war die Verbreitung der Invicta-Dinosaurier ziemlich begrenzt. Vielleicht war es ein elitärer Wunsch, nur in Museumsgeschäften verfügbar zu sein. Als Reaktion darauf erschienen die Invicta-Dinosaurier plötzlich in neuen farbenfrohen und bemalten Versionen. Die harten Plastikfiguren wie Ichthyosaurus, Plesiosaurus und Pliosaurier gab es jetzt in Gummi. Sie setzten das dann für eine Weile fort, aber die Figuren wurden immer schwerer zu finden. Heute gibt es die Invicta-Figuren nur noch auf eBay oder auf Flohmärkten mit ein bisschen Glück. Und mit noch mehr Glück bekommt man sogar die bemalten Versionen. Also da gab es richtig schöne, tolle Modelle. Wie gesagt, man findet sie immer noch auf eBay, teilweise für horrende Preise. Ja, die Modelle sind wirklich, wirklich rar. Doch was waren das alles für Modelle, die es da gab? Da gab es den Apatosaurus, also Brontosaurus, der 1987 veröffentlicht wurde. Ein Baryonyx von 1989, den Blauwal von 74, Brachiosaurus von 84, Cetiosaurus von 85, Dimetrodon von 93, Diplodocus von 74, Glyptodon 75, Ichthyosaurus von 1986, Guanodon von 1980, Lambeosaurus von 1993, Diplodocus 1989, Mamenchisaurus 1980, Megalosaurus 1974, Mutaburrasaurus 1989, Plesiosaurus 78, Tyrannodon 78, Skelidosaurus 74, Stenonychosaurus 88, Stegosaurus 75, Triceratops 75, Tyrannosaurus 77 und das Mammut von 75. Und dann gab es ja noch die Boxsets, also Boxset 1 von 1974. Einmal mit dem Blauwal, Diplodocus, Megalosaurus und Skelidosaurus. Und Boxset 2 von 1975, da war drin das Glyptodon, Stegosaurus, Triceratops und das Mammut. Kommen wir jetzt zu unserem Triceratops hier, der bemalten Version. Das Modellchen ist ca. 14,5 cm lang und an der höchsten Stelle 7 cm hoch. Jetzt schauen wir uns das Modellchen nochmal aus der Nähe an. Und da ist auch schon das gute Stück. So sieht also die bemalte Version aus. Der hat natürlich schon ordentlich gelitten und einiges an Farbabrieb. Trotzdem bin ich ziemlich froh und happy, den in meiner Sammlung zu wissen. Ja, so sieht das gute Stück aus, einmal aus der nahen Sicht. Die Invicta-Modelle sind schon ziemlich klasse und gerade auch die Sauropoden sind legendär. Ja. Dann haben wir hier die Flanke des Modells. Also man sieht schon wirklich extrem viele Details für die damalige Zeit. So wie man sich die Dinosaurier zu jener Zeit vorgestellt hat, ne? In den 70ern. Wirklich klasse. Schaut euch das an. Schön bemalt. Ich versuche natürlich auch noch die unbemalte Version zu bekommen. Und auch noch alle anderen. Mal schauen, wie schnell mir das gelingt. Herrlich, oder? Sind die Invictas nicht toll?
veraltet zwar in ihrer Darstellung, aber trotzdem einfach genial. Na, da haben wir noch eine Aufschrift da unten. Mal schauen. Da stehen sogar noch ein paar Hinweise. Na, das ist so 5, 6 Meter lang war. Ziemlich cool, machen wir gleich die Unterseite. Wirkt alles wirklich extrem echsenförmig. Ja. Die Schwanzpartie, diesen extrem steil abfallenden Schwanz. Ja, das war ja typisch für die Zeit damals. Da schliffen die Dinosaurier ihre Schwänze alle noch hinter sich her. Ja. Hier sind nochmal die schönen Details aus der Rückenlinie. Rundliche Hintern. Dann haben wir hier die andere Seite. Ja, sehr schön. Auch ordentlich schwer das Teil, ne? Voll Plastik hier. Schönes Modell. Von oben aus. Der Nackenschild ist extrem rundlich. Ziemlich heftige Unterkieferwamme hier. Ne? Und dieses Modell hat noch keine Wangen. Ne? Da wurde er ziemlich primitiv dargestellt. Mit Echsen-like, mit Mundwinkeln bis hinten hin. Na, heute weiß man aber, dass die Wangentaschen hatten und den Mundwinkel bestenfalls bis hier ging. Aber soweit war man damals noch. Dann haben wir einmal das Modell von oben. So sieht es also aus. Ein ziemlich kurzer Hals. Ja, wirkt ziemlich ungelenk. Das gute Stück. Er wird im Laufen gezeigt. Und so sieht er dann also von unten aus. Die Ansicht von vorn. Und einmal die Rückansicht. Ja, ihr Lieben, das war's auch schon. Das Review zum Invicta Triceratops als bemalte Version. Wunderschönes Modell, zumindest für die damalige Zeit. Ne? Also ich finde es ziemlich cool, dass das hier der Auftakt meiner künftigen Invicta-Sammlung ist. Ne? Und ich bin gespannt, wann weitere Modelle dazu folgen. Man findet ja immer wieder was auf eBay, immer wieder ein paar Angebote. Man kann sie auch einzeln erwerben, wie auch immer. Ne? Der hier soll auf jeden Fall. So ihr Lieben, damit klinke ich mich dann auch schon wieder aus, sage tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Review Time, Unboxing Time, das ist immer Time bei Katrin. Bis dann ihr Lieben, bye!